Was haben Sie gedacht, Herr Neitzel, als Erdogan plötzlich völlig überraschend vor diesem NATO-Gipfel verkündet, dass er die Blockade gegen den NATO-Beitritt Schwedens aufgeben will? Also nach gestern habe ich damit nicht mehr gerechnet, weil als Erdogan mit der Idee kam, ja, wir nehmen den Weg zur EU wieder auf, war das für mich eigentlich ein Signal, also vergisst es mit Schweden, weil es war klar, das wird nicht passieren. Die Türkei hat sich ja nun weit von den Werten und Normen der EU entfernt, also no way. Und dass er jetzt 24 Stunden danach, April, außer Spesen nichts gewesen, es geht jetzt doch, ist so ein bisschen bizarr. Ne? Also ja. Warum hat er das einmal öffentlich verkündet? Warum hat er das überhaupt so gemacht? Und das ist natürlich die große Frage, was ist denn da passiert? Was hat er dafür bekommen? Ja, ne? Und das können nicht nur die F-16 gewesen sein. Also was glauben Sie, was ist da passiert hinter den Kulissen tatsächlich? Naja, also es geht sicherlich um Visaerleichterung, es geht vielleicht auch um die Waffenlieferung, das Paket, muss wohl ausführlicher sein als nur die F-16 und es muss ein massiver amerikanischer Druck. Also er kriegt diese Kampfflugzeuge, diese amerikanischen, die er sich schon lange wünscht. Und es war nicht immer so, wenn man das Verhältnis der Türkei zur NATO mal als Historiker in einer längeren Perspektive sieht, dass die NATO gar nicht entscheidend war, sondern immer die USA. Es ist immer die USA gewesen, die die Türkei in die eine oder die andere Richtung gedrängt hat. Wenn wir an den Zypern-Konflikt denken, der Angriff der Türkei auf Zypern war dann nur möglich, weil die Amerikaner letztlich da vage gewesen sind. Und deswegen, glaube ich, ist der Schlüssel mit Beschlüssel bei beiden zu suchen. Ne? Aber die Visaerleichterungen sind sicherlich auch ein Punkt. Also man wird da wahrscheinlich ein Paket geschnürt haben. Nur trotzdem wirkt es ja bizarr, wenn man einmal sagt, also wir machen das nur, wenn ihr den Weg in die EU ebnet. Und das wird es ja auf gar keinen Fall geben. Jetzt, zumal ich hier auch immer wieder höre von Europapolitikern, die sagen, das sagt er nur, dass er in die NATO möchte, aber Erdogan will in Wahrheit gar nicht in die NATO. In die EU. In die EU. Also es ist bizarr und das zeigt, wie schwer es in der NATO ist. Ich meine, die NATO hat ja immer Mitglieder aufgenommen, auch aus politischen Gründen, auch aus geostrategischen Gründen, jetzt gar nicht, weil sie Vorzeigedemokratien sind. Also das gilt ja für die Türkei, das gilt für Griechenland, das gilt für Portugal. Und das ist ein Bündnis und die Türkei ist eben ja ein sehr spezieller Bündnispartner. Und man will natürlich auch man kann sie auch übrigens gar nicht ausschließen, weil man musste einstimmig jemanden ausschließen. Also das ist gar nicht vorgesehen bei der NATO, jemanden auszuschließen. Ist man in diesem Paket mit drin und eines der großen Ziele auf den NATO-Gipfeln ist ja immer Einigkeit. Also eine der zentralen Botschaften ist Einigkeit. Und das ist, macht das mit der Türkei natürlich und auch Ungarn macht das nicht einfacher. Ja. Sie dürfen sofort, Herr Brücker, also merken Sie sich den Gedanken, Frau Scherbakowa, würde ich gerne fragen, wie kommt das bei Putin an? Wie kommt das in Russland an? Sie haben ja viele Drähte dahin nach wie vor, wenn Schweden jetzt plötzlich Mitglied der NATO wird. Na gut, man hat das... Erdogan sich dafür ausspricht, auch die Ukraine in die NATO perspektivisch aufzunehmen und so weiter. Ja, also erstens hat Putin, wie wir sehen, gerade absolut im Gegenteil davon erreicht, was er eigentlich mit diesem Krieg wollte. Er wollte keine NATO-Truppen an den Grenzen haben. Jetzt kriegt es überall. Jetzt verstärkt sich also die ganzen osteuropäischen Staaten. Wir wissen, was Polen plant, was baltischen Staaten planen, wo schon also was mit Litauen und so weiter und so fort. Ja, das ist absoluter Gegenteil. Erdogan ist in meinen Augen zum Teil ein Signal. Er ist natürlich ein absoluter Wendehals und macht immer diese Tänze zwischen also Innenpolitik, die repressiv ist, und Außenpolitik. Und im gewissen Sinne haben wir das mit Putin auch verglichen zum Teil. Ich glaube, also das ist für Putin ein Signal der Schwäche. Weil Erdogan wahrscheinlich gespürt hat, das ist die Schwäche. Das ist die putinische Schwäche. Nach Wagner-Geschichte, und nicht nur nach Wagner-Geschichte, nachdem wie dieser Krieg verläuft, wie dieser Krieg in diesen 500 Tagen verläuft. Und ich glaube, er hat dann weniger Angst von Putin. Man soll diese armenisch-aserbaidschanische Geschichte nicht vergessen. Und eigentlich war Armenien immer so zögerlich, weil man also eigentlich als erhofft hat, Russland auf der Seite zu haben, gegen Aserbaidschan und in dem Sinne gegen Erdogan. Aber jetzt ist das klar,
dass Armenien auf keine Unterstützung, auf keine wirkliche Unterstützung von Putin. Und in diesem Sinne, glaube ich, fühlt sich Erdogan irgendwie mehr oder weniger frei. Und die schwedische Geschichte ist natürlich ein Handeln. Also das sah man und überhaupt. Und Treffen mit Zelensky auch davor war natürlich ein absolut ein Signal und eine feierliche Übergabe also von den Gefangenen, von Azov, das wiederum unsere Propaganda auf die Palme gebracht hat. Also dass man das nicht abgesprochen worden hat. Ich glaube, da sind so Tänze und ein Zeichen und Putin muss das mehr oder weniger ernst nehmen. Dass auch diese, Figuren, also nicht keine sozusagen Unterstützung für ihn gewährleisten können. Okay, Herr Brücker? Interessant, dazu passt, was mir der türkische Botschafter heute erzählt hat. Es gibt eine andere Perspektive auf das, was da passiert ist. Der sagt, es habe keine Erpressung gegeben. Erdogan habe seinen Wunsch geäußert, in die EU perspektivisch zu kommen. Es gäbe ein neues Narrativ für diese neue Amtszeit von Erdogan, die wieder Richtung Europa gehen soll. Sie haben ja vom Wendehals gesprochen. Wir wissen, dass es kaum ein europäisches Land gibt im Moment, das wirklich die Türkei in der EU haben will. Aber es sind erste Signale der Annäherung. Er distanziert sich von Putin, er kommt Richtung Europa und, das ist interessant, er hat jetzt mit Schweden einen Partner in der EU, der in den nächsten Jahren für die Türkei kämpfen muss. Und der wahrscheinlich sich das eine oder andere daraus verhandelt hat. Und das sind nicht nur Visaerleichterungen, das ist auch die Zollunion. Also Erdogan spielt jetzt gerade wieder mit einer neuen Nähe Richtung Europa und mal gucken, ob es funktioniert. Herr Für die NATO ist es erstmal gut, dass Schweden dabei ist. Ja, das wollte ich gerade sagen. Was bedeutet das? Die Schweden haben eine sehr gut ausgerüstete Armee, ne? Genau, vor allem eine Marine. Also die Finnen ein großes Heer und die Schweden eine Marine, eine sehr moderne Marine. Und Sie sehen es ja auf der Karte, Gotland ist geostrategisch von enormer Bedeutung. Und die NATO seit 2014 beschäftigt sich ja damit, wie verteidigen wir eigentlich im Fall der Fälle das Baltikum. Also Stichwort Suwalki Gap, diese Strecke von Belarus nach Kaliningrad, die 70 Kilometer. Und viele sagten, also das Baltikum ist gar nicht zu verteidigen. Jetzt haben wir eine völlig andere geostrategische Situation. Wir haben sozusagen ein gewisses strategisches Hinterland fürs Baltikum. Und die Ostsee wird ja nicht ganz zu einem Meer der NATO. Wir haben noch, das sehen wir auf der Karte ja auch, die Oblast Kaliningrad. Und wir haben auch noch St. Petersburg. Aber die geostrategische Situation ist wirklich sehr viel besser. Und für Schweden ist es ein Riesenschritt. Denn wir müssen bedenken, den letzten Krieg, den die Schweden geführt haben, haben sie zu Zeiten Napoleons geführt. Also es gab mal einen schwedisch-russischen Krieg, 1809 bis 12 folgende. Der letzte wirklich größere Krieg. Dann immer Neutralität im 19. Jahrhundert, im 20. Jahrhundert, im Kalten Krieg. Also dass Schweden in die NATO kommt, also wenn man vor anderthalb Jahren mir das gesagt hätte, was haben Sie denn geraucht? Also wenn man, Sie waren und trotzdem eine sehr gut ausgerüstete Armee. Genau, Sie waren immer... Das heißt, die waren sich immer im Klaren darüber, mit wem sie da zu tun haben. Auch im Kalten Krieg war das natürlich klar, es gab immer die russische Bedrohung, aber es war nie sagen die Haltung, dass man diese Neutralität aufgibt. Also eine der ganz klassischen neutralen Länder und... auch was Sie sagten, also Putin hat, dass er diese beiden Staaten, die auch gerüstet sind, die auch wehrhaft sind, die Finnen noch mehr als die Schweden. Die Finnen waren ja auch im Krieg mit Russland. Also genau, das ist auf jeden Fall geostrategisch eine deutliche Verschlechterung für Putin. Und macht es der NATO leichter, diese kleinen baltischen Staaten zu verteilen. Wenn wir das hier gerade sehen, Gotland, ne, ist ja so eine interessante Insel. Ganz spielt zentral. Immer wieder auch in Gesprächen mit Menschen wie Ihnen immer eine ganz zentrale Rolle. Ja. Ist ja also das Mallorca von Schweden, wenn man so ein bisschen will. Wenn man jetzt dahin fährt, ist das Leben leicht und schön und wunderbar. Ja. Und schöne schwedische Familien machen dort Urlaub. Alles schöne Menschen, hat man immer den Eindruck. Und essen gutes Essen und alles ist wunderbar. Und dann finden aber gleichzeitig so Geheimtreffen statt. Und Geheimdienste tummeln sich da. Und Pippi Langstrumpf Haus ist auch noch um die Ecke. Die Villa Kunterbunt und so. Das ist wirklich eine verrückte Welt. Aber das ist ja interessant, dass wir eigentlich seit 2014 schwenkt die NATO ja auf Planung um, was würde eigentlich passieren, wenn Russland nach der Annexion der Krim, nach dem Donbass, nach dem Baltikum greift. Und seitdem haben wir ja eine Forward Presence, diese Bataillone und so weiter. Also die NATO plant. Und wenn wir in Berlin, Köln, Hamburg, München, Magdeburg, wo auch immer, auf die Straße gehen, leben wir unser Leben. Das sind ganz andere Fragen, Klimaschutz und so relevant. Aber im Hintergrund läuft das natürlich, weil die sich vorbereiten müssen. Und wir sehen ja auch Februar 22, wir können eine Wehrhaftigkeit oder eine Verteidigungsfähigkeit nicht einfach aus dem Hut zaubern, sondern da braucht es lange, lange Vorbereitung und es gibt große Probleme dabei. Also von daher ist ein wichtiger Schritt, echt eine Wegmarke jetzt auch für die Geschichte Schwedens und für die NATO ein gutes Signal. So, diese 4.000 Mann Bundeswehr in Litauen, so eine Brigade,
die wir jetzt, Pistorius hat das jetzt versprochen. Und, das die wir dort dauerhaft stationieren. Dauerhaft. Und das war wirklich ein Paukenschlag, denn der Bundeskanzler hat das ja schon angedeutet. Dann ruderte man zurück und sagte, naja, nur ein Stab. Und die Litauer haben natürlich gesagt, uns an unsere eigene Geschichte erinnert. Der Bundesrepublik, in der es ja viele ausländische Gäste gab im Kalten Krieg. Also die Kanadier waren da, die Amerikaner, die Briten, die Niederländer und so weiter. Und wir hatten überhaupt gar keinen moralischen Grund zu sagen, naja, der Westen hat uns geschützt mit Soldaten, die fern der Heimat waren. Und jetzt wollen die Litauer dasselbe. Mit welchem Grund sollen wir jetzt sagen, nein? Und natürlich war aus organisatorischen Gründen, ich verstehe das auch, dass das Heer eigentlich sagt, um Gottes Willen, da müssen wir die stationieren. Was heißt denn das? Jetzt müssen wir vielleicht Standorte zumachen. Mhm. Wir haben ja nicht einmal eine Brigade, die wir da hinschicken können. Ja, wollen wir die jetzt aus Torgelow dahin verlegen? Dann kommen natürlich die Bundestagsabgeordneten und sagen, meine Kaserne bitte nicht dicht machen. So, genau, weil davon lebt also die ganze... Also all diese Probleme... Die ganze Infrastruktur. Und deswegen sagte man lieber, nee, lieber nicht. Es ist einfacher so. Und dass der Verteidigungsminister, meines Erachtens war das aus politischen Gründen der richtige Schritt. Ich würde auch aus militärischen Gründen so argumentieren. Und dass er gesagt hat, ich mache das, ist ihm, glaube ich, sehr hoch anzurechnen. Weil wir als Außenstehende sagen ja immer, also er hält tolle Reden und schön. Aber was kommt denn jetzt? Na, also entscheidend ist ja immer die Tat. Was wird denn wirklich gemacht in der Politik? Und das war eine, fand ich zumindest, ein beachtlicher Paukenschlag, der auch ihm, glaube ich, das Leben auf der Bundesregierung auf dem Gipfel leichter macht. Die Bundesregierung ist vorgegangen und jetzt sagen die Rumänen zu den Franzosen, wir wollen auch eine Brigade haben. Und da ist jetzt wirklich mal die Bundesrepublik vor der Welle und segelt nicht hinterher. Also ich finde das beachtlich, positiv beachtlich und auch eine gute Entscheidung. Ja. Ich erinnere mich an, ich glaube, Florence Gaub war es, die hier war, Herr Brücker, die sagte, muss ich das klar machen, es ist ein riesiger Unterschied, ob da 20 oder 50 Mann sind oder ob wir plötzlich ernsthaft, wenn es passiert, wenn die wirklich angreifen, da war der 24. Februar sozusagen die Zäsur, dann muss man sofort reagieren. Dann kann man nicht in Berlin oder woanders erstmal Soldaten anfangen, langsam ins Baltikum zu schaffen. Das heißt, mit anderen Worten, wir werden überhaupt quer durch Europa jetzt eine bis an die Zähne bewaffnete Grenze haben? Einen neuen eisernen Vorhang haben? Das oder? Nicht. Also auf diesem Gipfel werden ja auch die Regional... Also ich meine jetzt perspektivisch, meine ich jetzt. Glaube ich auch nicht. Wir werden ja diese Regional Defense Plans, die jetzt verabschiedet werden in Vilnius, sind zum ersten Mal, dass die NATO anfängt, erste Pläne zu machen. Was passiert denn jetzt konkret, wenn es einen Angriff auf Polen, auf Rumänien, auf das Baltikum gäbe? Und dass wir sind noch nicht vom Kalten Krieg. Da gab es ja für jede Brücke, für jede Stellung, das war ausgemessen, da gab es Truppen. Mhm. Und im Kalten Krieg hatten wir ja hunderttausende Soldaten in der Bundesrepublik und in der DDR. Das werden wir da nicht sehen. Also die Truppen haben wir gar nicht. Die Deutschen hatten im Kalten Krieg 12 Divisionen, 500.000 Mann. Jetzt reden wir über eine Brigade, über 4.000 Mann. Also es ist immer noch bescheiden, aber der Gegner ist natürlich auch ein anderer. Es ist nicht mehr der Warschauer Pakt, es ist nicht mehr die Sowjetunion. Aber dass man sagt, wir müssen schon auch vorne ernsthaft verteidigen. Da sein. Und was wir bisher hatten, war ein politisches Statement, der Solidarität, diese Bataillone aus vielen Nationen. Das war so ein Tripwire, ein Stolperdraht, wie einst die Berlin-Brigaden. Und jetzt kommt aber der Schritt mit Pistorius, dass man sagt, nein, wir haben da einen Kampfverband, der auch wirklich kämpfen kann. Und zwar dauerhaft da. Und damit werden deutsche Soldaten in großer Zahl dauerhaft außerhalb des Landes stationiert. Das ist auch was anderes als in Illkirch im Elsass, schon 10 Kilometer über der Grenze. Ist das etwas, Frau Lemke, was jetzt auch im Kabinett, im politischen Berlin, auch Ihre Grüne Partei, die ja nun auch aus der Friedensbewegung sozusagen kommt, ist das etwas, was Ihnen Bauchschmerzen macht, wenn Sie diese Entwicklung sehen? Ich finde es erstmal eine atemberaubende Beschreibung über wenige Jahre, Jahrzehnte, die Sie eben geben, vom Kalten Krieg, von der Blockkonfrontation, über das, was wir mit Fall des Eisernen Vorhangs der Friedlichen Revolution und ein paar Jahren, wo wir dachten, wir brauchen sowas nicht mehr, vollzogen haben. Wir hier sitzen, kennen das alle, wir haben das mitgemacht, Jüngere kennen das nicht. Und jetzt eine Beschreibung über diesen NATO-Gipfel, der ja auch ein Stück weit atemberaubend ist, was dort an Entscheidungen, an jetzt kurzfristiger Hilfe für die Ukraine, ganz
aktueller, akuter militärischer Hilfe für die Ukraine beschlossen wird, in einer großen Einigkeit. Ich glaube, ohne 700 Millionen, kontroverse, ne? Diskussion, ja. 700 Millionen aus dem deutschen, ne? Aus dem deutschen Bundeshaushalt letzten Endes. Und dann aber halt auch weitreichende strategische Entscheidungen, die Sie eben beschrieben haben, die möglicherweise die viel größere Bedeutung haben. Und das ist ein Wandel. Also wer das irgendwie jetzt völlig auf die leichte Schulter nimmt und sagt, das wäre völlig normal, das ist, glaube ich, in keiner Partei vorhanden. Ist es nicht interessant, Herr Brücker, dass sozusagen, was die Grünen angeht, dort deutlich mehr Klarheit herrscht als beispielsweise in der SPD? Ja, man muss sich schon positiv wundern über die Wandlung der Grünen bei dem Thema in den letzten anderthalb Jahren. Ich erlebe ja kaum noch grüne Spitzenpolitiker, die diese Art von Härte, auch militärpolitischer, abschreckender Härte, nicht gut und richtig finden. Und vielleicht ist es gerade, wenn man aus so einer Vergangenheit kommt wie die Grünen, ist die Tragweite schneller zu erkennen. Weil ich teile eigentlich Ihre Analyse, dass wir da einen neuen kalten Krieg am Ende, vielleicht einen Frozen-Konflikt, ja, also an perspektivisch, dieser... Perspektivisch, genau, weil es wird ja ein Frozen-Konflikt dann irgendwann mal sein. Und wir haben diese Menschen da und die tausende Soldaten haben wir in nicht vielen ausländischen Einsätzen. Man muss sofort an Afghanistan denken, an das frühere Jugoslawien. Und was haben wir diskutiert über Jahre über diese Einsätze? Und jetzt haben wir einen ganz neuen, dauerhaften Auslandseinsatz. Das macht schon was mit dem Land, glaube ich. Und dass die Grünen sich das vielleicht auch historisch gewachsen so schnell auch ans Revier geheftet haben, Hut ab. Man muss ja nur mal die Münchner Sicherheitskonferenz im Februar 2022 sehen, als Annalena Baerbock wahrscheinlich sagen musste, ja, wir können keine Waffen liefern aus historischen Gründen. Und ich mich immer fragte, was sind für historische Gründe eigentlich? Ne? Haben wir nicht selber die Ukraine überfallen im Zweiten Weltkrieg und so? Aber egal, das war ja immer so wir stehen uns da draus. Oder wir kennen ja Habecks Trip sagen nach in die Ukraine und die Defensivwaffen. Ja, im Sommer davor. Genau. Ne? Und dieser Wandel, da würde und der absolut sagte, wir sollten denen helfen. Ja. Und da gab es richtig Ärger. Und das ist eine... Also ein Wandel, und es gab ja auch dann Umfragen, die Diskussion Panzerlieferung. Mhm. Und da waren ja wesentlich mehr grüne Wähler für die Panzerlieferung als bei der CDU. Mhm. Also in gewisser Weise in bestimmten Themen haben die Grünen die CDU überholt. Und das ist schon beachtlich, wenn wir nochmal uns vergegenwärtigen. Die Grünen haben die CDU rechts überholt. Sozusagen. Und wir haben uns geweigert, 5 Drohnen zu bewaffnen. Nicht diese absurde Debatte. In der SPD vor allem. Das war die SPD. Diese völlig absurde Debatte, wo man sich heute die Drohnen da leben und zwar auch in den Kopf greift. Und nein, man wollte das nicht. Also da gibt es schon, wenn man sieht, wo Deutschland herkommt, einen großen Wandel. Weil es ging ja um etwas, weil es ging ja ganz eindeutig. Es ging, verzeihen Sie mir, wenn ich es ganz banal sage, es ging um Menschenrechte und um Demokratie. Hat es Anton Hofreiter hier begründet. Ja, die absolut gefährdet war, auf eine völlig katastrophale Weise. Und deshalb, und man sah ja keinen anderen Ausweg. Und irgendwie, und was wir erlebt haben... Das ging aber schon vor dem 24. Februar natürlich, um Menschenrechte. Ja, natürlich, Das Argument hätte schon vorher gezählt. Ja, das ist die ganze Zeit als Grund dieses Krieges erklärt. Putin sagt ja die ganze Zeit, wir kämpfen gegen den Westen und gegen die Werte. Und gegen diese falsche europäische Werte. Und ich glaube, das war deshalb absolut unvermeidbar bei den Grünen, die eigentlich das alles unterstützen müssen. Mhm. Es ist nur die Frage, warum wir alle dort geraten sind, wo wir uns befinden, dass wir wirklich so rüsten müssen, sich bewaffnen müssen. Ja. Und es gibt keinen anderen Ausweg. Ja. Und wenn wir diese Geschichte, also sozusagen von diesen 500 Tagen rückwärts sehen würden, also die sah so kläglich am Anfang aus. Erstmal so zögerlich politische Entscheidungen. Aber jetzt sind also wir mittendrin. Dann als politische Entscheidung, als wir es getroffen haben, habe ich herausgestellt, dass mit den technischen Entscheidungen irgendwie es so schwer klappt. Eines funktioniert nicht, das andere ist nicht da. Also sozusagen, also diese ganze NATO-Geschichte war ein bisschen Papiertiger. Nun plötzlich in den Augen von Putin. Und dann plötzlich diese Bilder. Frau Lemke, weil wir gerade das Foto gesehen haben von Anton Hofreiter und Robert Habeck, die da auf dem Balkon irgendwo stehen. War es so leise im Hintergrund oder gab es in Wahrheit heftige Debatten? Diese Geschlossenheit der Grünen, die hat mich immer erstaunt. Man hat das Gefühl, da passt argumentativ kein Blatt dazwischen.
Es gab die heftigen Auseinandersetzungen, ich würde sagen, vor dem 24. Februar. Das haben Sie auch ein Stück weit beschrieben. Mhm. Und das waren ja nicht die Grünen alleine, sondern zu begreifen, was sich dort in dem Krieg, der natürlich vorher schon geführt wurde von Russland gegen die Ukraine, aber was sich dort verändert hatte mit einem so offensichtlichen und unverschämten und Ansage an sämtliche Nachkriegsordnung, Weltfriedensordnung, die wir zwischenzeitlich hatten, an das Erbe vom Fall des Eisernen Vorhangs. Mhm. Das war ein Paradigmenwechsel, der sich dort zumindest in der deutschen Politik vollzogen hat. Mhm. Und ab diesem Zeitpunkt gab es, glaube ich, in allen Parteien veränderte Sichtweisen, veränderte Entscheidungsstrukturen, Diskurse. Und möglicherweise ist das bei uns dann schneller vonstatten gegangen, eben weil es um Menschenrechte, um den Freiheitskampf der Ukraine gegangen ist, aber eben auch um das komplette Ignorieren, Konfrontieren eines souveränen Staates von nationalen Grenzen und dem Verschieben von das, was die Nachkriegsordnung gewesen ist. Was daraus spricht, ist immer noch sozusagen dieses Entsetzen über das, was da passiert ist. Und Frau Tscherbakowa hat gerade, finde ich, zu Recht darauf hingewiesen, jetzt stehen wir da, bis an die Zähne bewaffnet, haben eine Region mitten in Europa, wo Waffen in einer Konzentration zu finden sind, wie sie lange nicht zu sehen waren. Und die Kollegen aus der Regie können das vielleicht mal zuspielen. Und Sie, Herr Neißler, erklären uns einmal, was das ist. Streumunition. Also wenn man das sieht, was diese Art von Munition kann, dann wird einem Angst und Bange. Was ist das genau? Ja, als Streumunition sehen wir hier in dem, mit den Bomben sehr schön, gelten Sprengkörper, die sich in Sub-Sprengkörper aufteilen. Hunderte, tausende Teile. Ja. Genau, und damit auf eine relativ große Fläche wirken können. Das ist eigentlich eine relativ alte Form, das gibt es schon in der frühen Neuzeit. Die Wehrmacht hat sowas eingesetzt im Zweiten Weltkrieg. Jetzt hat jede große Armee das. Und das Problem dieser Munition sind die Blindgänger. Also die Blindgängerquoten dieser, dieser kleinen Subsprengkörper sind ziemlich hoch, 30%, 40%. Und man hat dann gemerkt, dass in den Gebieten, wo das abgeworfen wird, es wirkt eigentlich wie Minen, das verseucht ist und sehr oft Zivilisten, die dort leben, zu Tode kommen, schwer verletzt werden. Und deswegen gab es dann nach 1990 eine große Bewegung, die Antipersonenminen gebannt hat und auch diese Streumunition. Nicht 2010, dann ein Abkommen. Ja, große Debatten, ne? Weltweit. 110 Staaten. Das muss man aber mal dazu sagen, wir sind eben 2010 in einer völlig anderen Welt gewesen. 2010 dachten wir, so ein Krieg, wie er jetzt vorkommt, das gibt's gar nicht mehr. Also in Europa, dass große Armeen gegeneinander kämpfen, sondern was wir hatten, waren diese sogenannten Out-of-Area-Einsätze, dass die NATO, die europäischen Staaten, Afghanistan, Mali, Irak und so weiter. Und dass natürlich in diesen Regionen ganze Landstriche, wenn sie eingesetzt waren, eben unzugänglich waren für die Zivilbevölkerung. Aber natürlich ist es wie in vielen anderen Bereichen, Atomwaffen und so weiter, dass die großen Militärstaaten, Deutschland hat das unterzeichnet, hat auch keine Streumunition mehr, aber Russland, auch die Ukraine, China, die USA haben das nicht unterschrieben. Und aber jetzt, ist das jetzt so eine rote Linie, über die man da geht? Also Streumunition. Setzen die Russen das ein in der Ukraine? Die Russen haben es eingesetzt und die Ukraine haben es auch eingesetzt mit alter sowjetischer Munition. Und ich würde immer sagen, man muss sich immer sehr genau sehen, um was geht es jetzt. Die Amerikaner haben gesagt, sie liefern Artilleriegranaten den Ukrainern, aus denen man diese Streumunition verschießen kann. Und um was geht, also erstmal ist es die Entscheidung der Ukraine, es auf ihrem eigenen Territorium einzusetzen. Und die Ukraine ist natürlich in erheblichem Maße vermint. Ja. Also bereits von den Russischen, von den Russen in diesen Abwehrstellungen. Also das Argument, wir bringen jetzt diese Blindgänger, zumal jetzt die Amerikaner sagen, diese Munition hat weniger Blindgänger, aber da ist viel Propaganda dabei. Also wir müssen nur noch von einer hohen Blindgängerquote ausgehen. Ja, wenn man die einsetzt, sind bestimmte Bereiche für Zivilbevölkerung nicht begehbar, aber das ist ohnehin so. Und für die Ukraine geht es jetzt meines Erachtens darum, also die Ukraine kämpft um ihr Überleben. Und diese Frage, für mich ist dieser Krieg nicht entschieden. Die Frage ist, gibt es den ukrainischen Staat noch in 2 Jahren oder nicht? Und jetzt geht es darum, dass die Ukraine versuchen, diese Verteidigungsanlagen zu durchbrechen. Und das militärische Argument ist, diese Munition kann bei dem Gräbensystem uns helfen dabei. Und deswegen würde ich mich schwer tun,
einem Ukrainer zu sagen, nein, das darfst du nicht verwenden, weil, also es ist zwar moralisch das höhere Gewicht, dann wird er sagen, ah, haben sich schon beide Seiten angesetzt, wir sind ja im Prinzip rechtlich nicht gebunden, weil beide Staaten es nicht unterschrieben haben. Und wir müssen immer sehen, also für uns ist das hier bequem in Hamburg, aber dieser Staat und diese Menschen kämpfen ums Überleben. Und das ist es, diese besondere Situation, die es zu bedenken gilt. Ist was anderes. Ich sehe halt diese Bilder und ich stelle mir einfach vor, da unten ist ein Schützengrab. Ich meine, das ist ein unvorstellbares Blutvergießen. Aber Herr Lanz, nein, ist schon klar. Ja, aber ich will nur sagen, das hat dann noch eine andere Dimension. Aber kein Krieg ist schön. Nein, das verstehe ich. Und es geht um, letztlich müssen wir es wirklich ausdrücken, es geht um Kämpfen, Töten und Sterben. Und wir haben uns angewöhnt, auch nachvollziehbarerweise, diese schlimmen Dinge des Krieges, den Tod rauszudeklinieren. Nicht so? Ja. Und wir haben auch gedacht, dass wir bei Auslandsansätzen wir tun nur das Gute und so weiter. Das ist immer eine Illusion. Es gibt keinen guten Krieg. Nein, das verstehe ich. Ja, und wissen Sie, also was wir natürlich, wir sagen das immer wieder, aber wenn man also diese Bilder sieht, es ist ein unglaublicher Krieg gegen die Zivilbevölkerung. Absolut. Und neuerdings also sind wiederum die Zahlen laut geworden. Also 9000 Zivilisten nur. Darunter Hunderte von Kindern, also jeden Tag, also werden irgendwelche Häuser in der Ukraine beschossen. Das ist ein Vernichtungskrieg. Was wir am Anfang dieses Krieges gesehen haben, ist es absolut ein absoluter Horror. Also wir wissen ja übrigens und wie viel es wirklich Zivilisten gefallen sind, wissen wir ja noch nicht, weil was dort in den besetzten Gebieten sich abgespielt hat. Also deshalb, also es ist ja wirklich absolut. Dieser Krieg hat vieles. Also die ganzen Sicherheitssysteme, also NATO-Regeln in meinen Augen, alles auf den Kopf gestellt und auf eine sehr harte Prüfung. Und wenn es am Anfang dieses Krieges um kugelsichere Westen ging, wo wir uns immer daran... Schutzhelme. Jetzt geht es endlich um Kampfflugzeuge. Weil es ist ja absolut klar, dass die Ukraine diese Offensive ja ohne diese Flieger gar nicht schafft. Manche sagen jetzt dann, als nächster Schritt kommt Kampfgas oder so. Das hörte ich auch schon mal. Und das ist, also ich würde die Streumunition jetzt wirklich nicht mit Giftgas in einen Topf schmeißen. Da müssen wir, also nochmal, meine Empfehlung ist immer, jeder kann das moralisch bewerten, wie er will. Ich würde immer sehen, wofür wird es konkret eingesetzt und kann es der Ukraine einen Vorteil geben und dann kann man die Lage. Mir geht es um was anderes, wenn man das einfach nur hört und ich schaue mir auch vieles dazu an und so weiter und dann hört man, dass da zehntausende Menschen dann einfach wieder zusammengezogen werden, dann brauchen wir da nochmal 10.000 und da nochmal 10.000, die Russen sagen, wir brauchen nochmal 20.000 und die Ukraine halten so. Und dann denkst du, es ist jedes Mal ein Mensch, ein Leben, eine Familie, die da dranhängt und so weiter. Verstehen Sie? Das ist fürchterlich. Und da geht diese Streumunition runter und dann weißt du, da sterben jetzt nicht 10, da sterben, wenn da 200 sind, dann sind die alle weg. Ja. So. Aber wenn man die Streumunition nicht einsetzt, sterben sie, wenn sie mal Bilder sehen von ukrainischen Soldaten, die in russische Minenfelder laufen. Ich weiß. Ja, aber ich finde, es gibt noch ein Argument. Es ist eine mörderische Spirale, in die wir da reingeraten sind. Aber selbst wenn Kämpfen, Töten, Sterben der Wesensbestandteil eines Krieges ist, gibt es immer noch Unterschiede. Sonst würden ja auch nicht die andere Seite das machen, was die Russen in Butscha gemacht haben. Also man muss es immer auch noch mal differenzieren dürfen. Ich finde den einzigen kritischen Punkt daran eigentlich, erstens, 130 Länder ist nicht wenig. Es gab einen guten Grund oder 10 Länder. Es gibt keinen guten Grund, warum das geächtet wurde. Und auch im Krieg gibt es noch Regeln, selbst wenn sich eine Seite nicht daran erinnert. Und der andere, viel schwierigere Punkt aus meiner Sicht, ist nur meine Gegenthese, ist, dass die Unterstützung für die Mitwirkung, wenn man ehrlich ist, oder die Waffenlieferung sinkt in den westlichen demokratischen Ländern, wenn wir ähnliche Schritte gehen, wie es die Russen tun. Und diese Unterstützung ist auch crucial für die ukrainischen Soldaten, denn die Mehrheit dieser Waffensysteme, die jetzt gerade noch benutzt werden nach 16 Monaten, sind westliche Waffen. Und wenn die nicht mehr kommen, weil es in den USA Debatten darüber geht, oder in Deutschland, oder in Frankreich, oder in England, dann haben die ukrainischen Soldaten auch nichts mehr davon, weil die Unterstützung gesunken ist, weil wir sowas jetzt einsetzen. Es hat auch immer noch eine andere Seite. Die USA werden darüber nicht diskutieren, in Europa. Aber Herr Leitzel, das wissen Sie doch gar nicht. Die diskutieren jetzt schon darüber. Trump wird seinen Wahlkampf machen. Was haben wir in der Ukraine zu verlieren? Das ist richtig. Aber er wird das, weiß man nicht. Ich fand interessant, wie Frau Lemke vorhin argumentierte aus ihrer Zeit als Generalsekretärin und sagte, da geht es um Zuspitzen, da geht es um Polarisierung. Die Sprache, die man mäßigen muss, Sie haben gerade zitiert, was da in Sachsen-Anhalt geredet wird und so weiter. Die
diese Geschichte lenkt ja, Herr Brücke, ein bisschen ab von dem, was auch gerade hier innenpolitisch passiert. Und Herr Lanz, wenn ich noch ein Argument einwerfen darf zu der Streumunition, weil ich glaube, es ist richtig, dass wir das nicht moralisch richten dürfen. Wir sind nicht Kriegspartei. Die USA werden sich entscheiden zu liefern, das teile ich. Aber ich bin sehr bei Herrn Bröcker und ich finde, dass dieser ganze Vorgang zeigt, wie wichtig es gewesen wäre, diese Munition weltweit und für alle Staaten zu ächten. Und ich finde, das sollte als Ziel bestehen bleiben, dass man versucht, solche Abkommen auch in Zukunft weiter durchzusetzen, damit solche Waffen nicht eingesetzt werden. Und die Frage ist ja auch, wenn wir argumentieren, Russland setzt Streumunition ein und deshalb ist es legitim, dass auch die Ukraine Streumunition einsetzt, wohin führt das? Ja, das ist und, genau. Und diese kritischen Fragen müssen wir aushalten. Ich glaube, wir haben darauf heute Abend alle keine abschließenden Antworten. Nein, aber sie müssen wenigstens gestellt werden. Genau, das ist